Hallo, ich bin's wieder, euer Wilhelm Busch der deutschen Radsportunterhaltung. Oder wie letzte Woche ein paar gesagt haben, Magnum, könnte wohl am Bart liegen. Jetzt habe ich die ganze Woche gegrübelt, ob ich mir extra für euch vielleicht mal ein Hawaii-Hemd anziehen soll. Habe aber tatsächlich keins gefunden in meinem Kleiderschrank. Und was soll ich sagen, ist wahrscheinlich auch besser so, will keiner sehen. Könnte zu Verwirrung führen, ich bleibe bei dem, was ich am besten kann. Ich sitze auf der Couch, heute ganz alleine, ich habe ein Poloshirt an. Und möchte mich erstmal bedanken für letzte Woche. Super viele Kommentare. Ihr wart echt mega kreativ. Wer die Socken und die Handschuhe gewonnen hat, das werde ich euch in Kürze verraten. Also bleibt mal so 2 bis 3 Stunden dran. Dann werdet ihr wissen, ob ihr vielleicht nicht mehr frieren müsst. Und worum soll es heute gehen? Heute ist die Black Friday Edition. Ich habe extra gewartet, bis es draußen dunkel wird. Ansonsten macht das alles ja gar keinen Sinn. Aber was genau los ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. So, wer jetzt gedacht hat, ich verkaufe euch hier irgendwie eine Reise an den Ballermann mit euren Saufkumpels oder es gibt bei mir einen Rabattcode für den nächsten Teflon beschichteten Bautenzug, den kein Mensch braucht, der hat sich geschnitten. Bei mir gibt es allenfalls ein paar aufs Maul oder einfach ein paar Infos, die euch eventuell in der einen oder anderen Lebenslage ein bisschen helfen könnten. Wahrscheinlich eher nicht, aber auch das ist nicht mein Problem. Ihr habt freiwillig eingeschaltet, da müsst ihr jetzt durch. Heute gibt es mal keinen Gast hier bei mir auf der Couch. Aktuell ist ja immer alles nicht so einfach, man soll nicht so viele Leute treffen. Es haben natürlich auch nicht immer alle Leute Zeit, aber ich gelobe da auch wieder ein bisschen Besserung. Habe schon einige Ideen und werde da auch zeitnah nochmal auf jeden Fall mit Pfingsti um die Ecke kommen, denn der hat quasi bald sein neues Fahrrad. Und da wir jetzt auch wissen, wie man es ausspricht, freuen wir uns dann auf sein, heißt es jetzt Cervelo oder Cervelo? Ich bin bei Cervelorad. Cervelorad, Cervelo. Also, er hat auf jeden Fall ein neues Rad. Ansonsten hatte ich eigentlich die Idee, mich für euch mal ein bisschen auf die Rolle zu setzen, denn ich habe hier tatsächlich in meinem neuen heiligen Herrenzimmer oder auch einfach nur Arbeitszimmer oder auch auf Neudeutsch YouTube-Studio eine schöne Ecke, wo ich quasi mein Rad auf den Wahoo Kicker geschmissen habe. Vorne habe ich noch den Wahoo Climb, geht es immer schön hoch und runter. Headwind darf natürlich auch nicht fehlen und einen großen Fernseher, groß. Habe ich mir auch noch gegönnt, um hier ein bisschen durch die Gegend zu swiften. Aber ich habe tatsächlich seit meinem Umzug, das war vor ungefähr 4 Wochen, so ein bisschen Rücken und habe es dann gestern endlich mal geschafft, zum Chiropraktiker zu wandern. Der konnte mir tatsächlich schon ein bisschen helfen, hat aber gesagt, Junge, halt den Ball flach, mach mal die nächsten Tage ein bisschen weniger Action, davon wird es auf jeden Fall nicht besser. Lass mal Ruhe an den Rücken, also jetzt erstmal ein paar Tage keine Rolle fahren, kein Swift. Resultat von dem Ganzen ist, ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen wie Jan Ullrich. Jetzt werdet ihr denken, hä, Jan Ullrich, warte mal, hat er Drogen genommen, hat er zu viel getrunken, ah nee, Ulle war ja sauber. Alles das sind Themen, auf die will ich hier gar nicht näher eingehen. Aber wenn ich an Jan Ullrich denke, dann habe ich ganz oft ein Bild vor Augen, wie der auf dem Rad sitzt und an seinen Knien dieser ABC-Wärmepflaster hat. Ich wollte eigentlich so ein Bild rausgoogeln, aber ich habe tatsächlich keins gefunden. Also ich habe das bei Google eingetippt, in allen verschiedenen Varianten, aber irgendwie kam da nicht so richtig. Nach ein paar Minuten habe ich dann aufgegeben. Weil ich mir dachte, entweder ihr wisst schon, was ich meine, oder ihr denkt, der Typ ist total bescheuert, was erzählt er uns hier? Aber worauf will ich hinaus? Ich habe hier hinten an meinem Rücken ein riesengroßes ABC-Wärmepflaster. Das feuert auch gerade schon ordentlich rein. Aber wir verlieren uns. Auf jeden Fall geht es mir schon wieder besser. Ich hoffe, ich kann auch bald wieder aufs Fahrrad steigen und dann bin ich für euch auch wieder unterwegs. Worum soll es nun heute gehen? Darum. Jetzt werdet ihr euch fragen, was zum Henker ist das? Ich werde es euch erklären. Und zwar, viele von euch haben mich schon immer mal gefragt, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe viele Fragen bekommen. Warum kennst du eigentlich die ganzen Profis? Was hast du überhaupt mit dem Radsport zu tun? Warst du vielleicht selber mal aktiv? Oder bist du es immer noch? Oder wen kennst du? Warum? Weshalb? Wieso? Wer wie was? Und so weiter und so fort. Und darum will ich euch heute mal ganz kurz, oder so kurz wie es auch nur geht, meine kleine Radsportgeschichte erzählen. Denn ich bin tatsächlich auch mal aktiv gewesen, habe mit 10 Jahren mit dem Radsport begonnen. Das war ungefähr 1994. Das heißt also, ich bin 1984 geboren und ich bin in Potsdam zur Welt gekommen. Ja, wer aufgepasst hat im Geografieunterricht, der weiß es. Landeshauptstadt von Brandenburg. Damals war das noch DDR, irgendwann dann nicht mehr. Und da gab es einen Radsportverein und der hieß RSC Sturmvogel Potsdam. Und dieses wunderschöne Trikot hier, das war das erste Radsporttrikot, was ich in meinem Leben bekommen, besessen und natürlich auch getragen habe. Ist mega flexibel, also ist so ein richtiges Lycra-Teil. Die Firma, die hier draufsteht, heißt CTC. Habe ich noch nie gehört, habe ich seitdem auch nie wieder gehört. Wenn ich mir richtig viel Mühe geben würde,
würde das Ding sogar noch passen. Aber das will ich euch nicht antun. Das sieht auf jeden Fall aus wie Presswurst. Das muss es jetzt nicht unbedingt geben. Vor ein paar Jahren hat es mir tatsächlich noch mal so halb gepasst. Aber damals war das auf jeden Fall mein erstes Trikot. Ich habe es bei den ersten Rennen getragen. Und dann ging die wilde Fahrt los. In der U11 habe ich also quasi meine ersten Rennen bestritten. Habe dann auch mal gelernt, worauf es eigentlich ankommt. Man muss erst mal lernen, wie man schaltet. Und vor allem gab es immer die Ansage, Junge, du hast im Windschatten zu fahren. Ansonsten hängen sie dich sofort ab. Irgendwann habe ich es dann begriffen. Und dann wurde ich auch immer schneller. In der U13 bin ich dann sogar schon ein paar Mal ganz vorne gelandet bei den Rennen, bin sogar mehrfacher Landesmeister geworden, Straßenrennen gefahren, Bahnrennen gefahren, war relativ cool. Danach kam dann die Schülerklasse, also heute würde man sagen U15, und da bin ich dann, pass auf, 1998 tatsächlich deutscher Straßenmeister der Schüler geworden. Das Ganze war damals in Montabaur, das ist irgendwo kurz vorm Schwarzwald, wenn ich mich richtig erinnere. Und damals, und ich glaube heute ist das auch so, gibt es für die Nachwuchsklassen noch kein richtiges deutscher Meistertrikot, sondern du kriegst halt so ein Meisterwappen. Das kannst du dir quasi entweder auf die Manschette tätowieren oder eben aufs Trikot draufnähen. Das ist das, was ich damals bekommen habe. Ist jetzt tatsächlich 22 Jahre her. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber damals, da war ich der Schnellste an dem einen Tag. War mega cool. Und da war auch gerade so dieser ganze Jan-Ulrich-Hype und so weiter. Bin ich deutscher Meister geworden, hat ziemlich gefetzt. Dann bin ich noch ein bisschen weitergefahren, habe die Jugendklasse noch ein Jahr für Potsdam bestritten und bin dann gewechselt zum RK Endspurt 09 nach Cottbus. Wer von euch vielleicht selber Radrennen fährt oder noch ein bisschen jünger ist, der wird den Verein kennen. Relativ viele gute Sportler kommen von dort oder sind auch damals schon von dort gekommen. Als ich da war, waren wir da quasi so eine richtige Hochburg an Talenten. In Cottbus gibt es ja auch zwei Vereine, den RSC Cottbus und den RK Endspurt. Damals war das eine riesengroße Rivalität zwischen den Vereinen. Ich glaube, heute hat sich das ein bisschen beruhigt, aber natürlich, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich bin dann dort weitergefahren. Ich habe leider von dem Verein kein Trikot mehr da, aber vielleicht kann ich da auch noch mal was einblenden. Die Trikots haben sich eigentlich seit damals kaum verändert. Und war eine super coole Zeit. Bin dann dort zum Sport in der Nacht gegangen. Habe dort dann angefangen, immer professionell zu trainieren und habe dort dann auch schon den ersten von den Jungs getroffen, der heute immer noch Profi ist, und das war Heinrich Hausler. Und der kam damals frisch aus Australien und ich war da einer so der ersten Jungs, mit dem der sich quasi abgeben durfte. Der konnte dann auch nicht so wirklich Deutsch, hat dann die ersten Sätze gelernt und hat als Australier in Cottbus mit 14 Jahren auf jeden Fall eine relativ witzige Zeit, glaube ich, gehabt. Hat damals schon gesagt, ich will unbedingt Profi werden, und jetzt ist er immer noch Profi. Wir sind, wie gesagt, jetzt im Jahr 2020. Der hat richtig Gas gegeben und hat quasi sein Lebensziel auf jeden Fall verwirklicht und hat ja in der Vergangenheit schon ein paar richtig große Dinge abgeschossen. So, das nächste Trikot, was hier unten liegt, ist gar kein Trikot, das ist eine Weste. Und zwar deutsche Nationalmannschaft. Damals sahen die Dinger noch so aus. Von vorne und von hinten steht sogar irgendwo Deutschland drauf. Als ich dann Juniorenfahrer war, bin ich natürlich Junioren-Bundesliga gefahren. Damals hatten wir im ersten Jahr Junioren noch eine eigene Mannschaft mit dem RK Endspurt Cottbus. Da habe ich irgendwie leider gar keine richtigen Fotos mehr. Aber aus dem zweiten Jahr Junioren, da gab es dann eine RG Cottbus. Da sind wir zusammen mit dem RSC Cottbus gefahren. Da waren wir auch ziemlich erfolgreich. Und da bin ich dann sogar zur WM gefahren. Und eben genau von der WM ist, jetzt habe ich schon zusammengeknüllt hier, ist diese Weste noch übrig. Nach der Juniorenklasse ging es natürlich weiter. Da war ich dann Männerfahrer oder auch U23-Fahrer. Und ich hatte damals das ganz große Glück, dass ich für das Team Köstritzer unterwegs sein durfte. Der eine oder andere wird das noch kennen. TEAC Team Köstritzer ist der offizielle Name. Und da ging es dann wirklich so richtig wild los. Ich war da in einem Team mit André Greipel, später mit Toni Martin. Ich habe da Wagi quasi dann so richtig kennengelernt. Und wir waren eigentlich ein absolut starkes Team, das war mit das erfolgreichste Team, was damals irgendwie unterwegs war. Die haben jahrelang immer die Bundesliga-Mannschaftswertung gewonnen, und wenn man damals da fahren durfte, da war man schon ein bisschen stolz drauf. Es war eine ziemlich coole Zeit, und um euch das Ganze, was ich jetzt versucht habe, mal im Schnelldurchlauf zu erzählen, noch ein bisschen zu untermalen, würde ich sagen, huschen wir mal rüber an meinen Schreibtisch, und da habe ich dann von allen möglichen Sachen noch ein paar schöne Bilder für euch. Wir fangen mal an hier mit dem, das ist natürlich direkt offen. So sah das damals aus. Die Vereinsfarben in Potsdam haben sich nicht groß verändert. Da war ich U13, ich bin der kleine Dicke in der Mitte, und das war ein Forst, damals unser Landesmeister geworden, im Mannschaftszeitfahren. Wir hatten damals auch schon irgendwelche langen Jacken. Das war in Fredersdorf auf der Radrennbahn, da habe ich meine ersten Bahnerfahrungen gesammelt. Also auch sowas hat bei mir damals noch mit dazugehört. Von der U15 habe ich noch ein schönes Bild. Spee Cup in Gentin,
Auch das war damals eine relativ große Nummer. Das war quasi sowas wie die Deutsche Meisterschaft im Vierer-Mannschaftsfahren. Auch da haben wir mit dem Land Brandenburg damals gewonnen. Und da gab es dann auch immer irgendwie einen coolen Preis, irgendwie eine Tonne Waschmittel. Deswegen heißt das Spee-Cup für eine wohltätige Einrichtung. Also damals waren wir relativ schnell unterwegs und konnten da quasi gewinnen. So, dann springen wir mal direkt weiter zu U19. Da habe ich hier erstmal ein Bild aus meinem ersten Jahr U19. Das war die Cottbus-Rundfahrt. So sahen damals auch unsere Bundesliga-Trikots aus. Ach, stimmt gar nicht. Das ist sogar zweites Jahr U19. Auf jeden Fall hat es da, glaube ich, ziemlich geregnet. Wir waren alle ein bisschen dreckig. Ich sehe auch ein bisschen bedient aus. So richtig erfolgreich war ich, glaube ich, bei dem Rennen auch nicht. Aber auf jeden Fall ein cooles Cube-Rad hatte ich damals. Das fuhr auch relativ schnell. Dann ist hier schon ein Bild von der WM. Das ist das legendäre Foto, wo Heinrich Hausner über die Ziellinie gestürzt ist. Das war das Juniorenrennen. 2002 war das in Zolder in Belgien. Damals ist bei den Profis, bei den Männern Mario Cipollini Weltmeister geworden. Ich selber bin leider gar nicht ins Ziel gekommen. Das war somit der schwärzeste Tag für mich in meiner Radsportkarriere. Denn ich hatte zwischendurch irgendwie mal einen Defekt, weil vor mir ein Sturz war, hat sich die Kette verklemmt. Ich habe dann dreimal das Fahrrad gewechselt, bin zweimal wieder rangekommen und beim dritten Mal, dann haben sie mich leider abgehängt. Ich weiß noch, ich war todtraurig, ich habe Rotz und Wasser geheult und musste mir dann den Zielanlauf quasi von unserem Zelt aus angucken. Ja, war nicht so richtig geil, aber auch sowas gehört mit dazu. Auf jeden Fall war ich mal bei einer Weltmeisterschaft und es war natürlich trotzdem eine ziemlich coole Erfahrung. Ja, hier haben wir noch ein Bild von unserer Bundesliga-Mannschaft damals, auch da waren wir sehr gut. Heinrich hat auch damals die Bundesliga-Gesamtwertung gewonnen. Ich war damals, glaube ich, Vierter. War relativ knapp, dass ich am Podium vorbeigeschrabbelt bin. Und das war in Rheinbach. Das ist da, wo Christian Knees übrigens herkommt. Da habe ich das einzige Bundesliga-Rennen meiner gesamten Radsportlaufbahn gewinnen können. Auch ganz schön. Schöne Erinnerung. So, dann ging es weiter zu den Männern. Und witzigerweise wusste ich gar nicht mehr, dass ich so ein Bild habe. Das hier ist das erste Bild, was ich jemals mit Vagi als Teamkollege irgendwo aufgenommen habe. Da war ich gerade aus der U19 fertig und bin hoch. War, glaube ich, das erste Teamtreffen in Frankfurt-Oder auf der Radrennbahn. Hatten wir so einen kleinen Bahnlehrgang. Vagi ist auf jeden Fall sehr gut zu erkennen. Dann hier ein schönes Bild auch aus meinem ersten Männerjahr. Da war Deutsche Straßenmeisterschaft in Quailersbach. Und da ist schon mit drauf Andreas Schillinger. Der war damals auch schon Teamkollege von mir. Und Thomas Pfoten. Wir sind, glaube ich, ein bisschen dreckig geworden, denn da hat es ganz schön geregnet. Wie man hier sehen kann, gab es eine kleine Kante am Bein und ich war auch noch ein bisschen dünner, glaube ich. So, dann auch noch aus meinem ersten Jahr Männer. Da waren wir ganz gut unterwegs, waren wir bei der Pyrenäen-Rundfahrt. Muss man sich mal vorstellen. Col du Périsourde und Col du Tourmalet und Aubisque und so, die sind wir alle hochgefahren. Damals war als Gastfahrer mit dabei Paul Martens. Der ist ja jetzt auch 2021 dann in seiner letzten Saison als Profi unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir dieses Foto damals gemacht haben. Man kann vielleicht mutmaßen, dass wir da ein schönes Andenken haben wollten von diesem Rennen. Hier nochmal ein cooles Foto mit Toni, da waren wir auf Mallorca. Damals musste man auch noch keinen Helm aufsetzen, zumindest nicht im Training. Das war irgendwie noch eine andere Zeit. Ein paar Kunststücke haben wir auch damals gemacht auf dem Rad. Hier noch ein schönes Bild mit André, da waren wir in der Schweiz beim Grand Prix Tell. Frisur war damals immer schon ganz wichtig, bei beiden von uns, glaube ich. Wir sind damals mit Orbea-Rädern gefahren. Das war ein Alurad mit einem Carbon-Hinterbau und Carbon-Gabel. Ja, damals war es okay. Ich war zum Glück ja und bin auch heute noch nicht so groß, deswegen war das Rad einigermaßen steif. Aber ich glaube, im Vergleich zu den Carbon-Rahmen von heute war das Ganze noch eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall schön mit Kampa Chorus. Die Räder gehen gut nach vorne und das Foto hier ist aus dem legendären Gera Sportinternat vom Gang. Also hier noch ein schönes Foto von Vagi, der gewann hier auf dem Foto die letzte Etappe der Thüringen-Rundfahrt damals. Und witzigerweise, als ich das vorhin gesehen habe, habe ich es auch direkt gesehen, der hat hier auf dem Foto auf jeden Fall so ein schönes ABC-Wärmepflaster auf dem Knie. Also vielleicht wisst ihr jetzt, was ich gemeint habe. Das ist quasi der Jan-Ulrich-Gedächtnisaufkleber auf der rechten Kniescheibe. Und in meinem letzten Jahr, U23, bin ich dann nochmal beim Team Cat Bianchi in Berlin gefahren. Hier ist das einzige Foto, was ich gefunden habe mit Roger Kluge. Der war damals schon größer als wir alle zusammen. Er war, glaube ich, an dem Tag Dritter und ist irgendwie größer als ich. Hier habe ich noch ein wunderschönes Foto von Pfingsti. Der war damals nämlich mein Teamkollege und das war bei der Rundfahrt in Guadeloupe in der Karibik. Ziemlich witzig auf jeden Fall. Dass wir wirklich in der Karibik waren, kann man hier sehen. Ja, kann man eigentlich auch unkommentiert lassen. Dann habe ich hier noch ein schönes Foto von Simoni. Simon Geschke, da waren wir irgendwo in Frankreich und er hat das Bergtrikot gewonnen.
ja, eigentlich auch ein witziges Bild, hat er sich nochmal schön ablichten lassen mit den Hostessen. Und genau, hier sehen wir es, also Bergtrikot hat er gewonnen. Der war damals schon ziemlich schnell, wenn es berghoch ging. Aber hatte noch keinen richtigen Vollbart. Hier noch ein schönes Teamfoto, auch mit Simoni. Und irgendwie hat mich das Eichhörnchen da vorne in der Mitte erinnert an diesen Biber von Zwift. Weiß ich auch nicht, damals gab es sowas ja noch gar nicht. Aber vielleicht haben die das damals ja von dem Ding da abgekupfert, oder? Was meint ihr? Und hier habe ich noch ein schönes Bild. Tour de Berlin, letzte Etappe. Etappensieger Mark Cavendish. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Ich konnte Dritter werden. Und hier müsste jetzt noch ein Bild sein vom Sprint. Da war dann Titellauf bei der letzten Etappe auf dem Kurfürstendamm. Witzigerweise habe ich jetzt bis vor wenigen Wochen knapp 1,5 Kilometer von genau der Stelle weg gewohnt. Da hat sich also auch wieder irgendwie der Kreis geschlossen. Aber da sieht man nochmal, ich war damals ein relativ schneller Rennfahrer, der also im Sprint einigermaßen mit reinhalten konnte. Ja, Bikefitting war damals noch nicht so angesagt. Also meine Einzelzeitfahrposition war, glaube ich, deutlich verbesserungswürdig. Ich war auch nicht so schnell. Und mein Gesichtsausdruck, der sagt, glaube ich, auch alles. Tja, und mit dem Gesichtsausdruck soll es jetzt das auch erstmal gewesen sein von diesen Bildern. Vielleicht fandet ihr das ja ein bisschen interessant. Und was ich damit eigentlich sagen wollte, also ich bin halt insgesamt 12 Jahre meines Lebens, also mit 10 begonnen und bis zum 22. Lebensjahr, also bis zum Ende der U23, ziemlich aktiv und am Ende auch sehr, sehr professionell Rad gefahren. Hab dabei eigentlich alle, die jetzt irgendwo noch Profi sind und damals schon unterwegs waren, mal kennengelernt. Und daher besteht also die Verbindung. John Degenkolb zum Beispiel ist dann damals auch noch in Gera ins Internat gezogen. Da war ich gerade dabei auszuziehen. Daher kenne ich ihn noch. Und ja, witzigerweise sind heute noch viele von den Jungs aktiv. Also Chili beispielsweise ist einer von denen, mit denen ich damals auch sehr viel Zeit verbracht habe. Wagi hat ja erst letztes Jahr aufgehört, aber wir haben halt damals im Internat nebeneinander gewohnt. Und ja, mal gucken, wann der letzte von denen aus der alten Zeit aufhören wird. So langsam klappen ja alle ihre Tische zusammen, aber ein paar Jahre machen sie vielleicht noch. Und ich glaube, Simoni zum Beispiel, der kann ruhig noch ein paar Jahre fahren, denn der hat ja immer noch richtig gut Zug auf der Kette. Wir wollten euch noch erzählen, wer eigentlich jetzt die Socken und die Handschuhe gewonnen hat. Auch da habe ich natürlich was vorbereitet. So, die Handschuhe, die gehen an Björn Roddeck für diesen wunderschönen Kommentar. Und die Socken, die darf sich Sascha Bornwasser anziehen. Ich werde euch das Ganze zuschicken. Ich werde euch auch nochmal unter euren Kommentar was runterschreiben und dann müsst ihr mir mal noch eure Adresse zukommen lassen. Also herzlichen Glückwunsch, vielen Dank für die coolen Kommentare. Und auch heute soll es natürlich wieder was zu gewinnen geben. Ich habe es hier schon hingelegt. Heute gibt es nochmal mein letztes Paar Wahoo-Socken, was ich noch habe. Wer hier was gewinnen möchte, kann auch irgendwas drunter schreiben. Seid einfach kreativ. Ich finde das immer witzig, was ihr schreibt. Und teilweise regt das ja auch an, dazu nochmal andere Videos zu machen. Jetzt soll es das für heute erstmal gewesen sein. Ich glaube, wir haben ganz schön viel gelabert. Ich muss auch mal gucken, wie ich das zusammenschneiden kann. Alles noch ein bisschen neu hier für mich, in diesem Zimmer das aufzunehmen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt wisst ihr erstmal, wo ich herkomme und was ich so gemacht habe. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon drauf, für euch auch das nächste Mal wieder irgendwo unterwegs zu sein und vielleicht auch wieder einen Gast hier zu haben. Schönes Wochenende und adieu.